Heute ist der 2. Dezember und heute machen wir Tischdeko. Hallo liebe YouTuber, heute dekorieren wir mal einen Teller. Dazu nehmt ihr einfach einen Teller, den ihr nicht mehr braucht, der schon etwas älter ist, am besten weiß, und streicht den kompletten Teller mit Bastelkleber ein. Schön verteilen. Nachdem auf dem ganzen Teller eine dünne Schicht ist, nehmen wir entweder Glitter oder wie ich jetzt zum Beispiel ein paar Sterne, streuen das Ganze großzügig auf den Teller und tun eben das etwas verreiben. Lassen das Ganze so über den Rand laufen. So. Dann sieht der Teller schon mal so aus. Nehmen wir den Teller etwas mit Glitter, es muss nicht überall sein, drauf gemacht haben, nehmen wir eine Klebepistole und punktieren immer an den Rändern so kleine Punkte und kleben kleine Zweige drauf. Das kann zum Beispiel, ich nehme jetzt Wacholder, kann allerdings auch eine andere Sorte sein. Immer in gleichmäßigen Abständen. Kleine Punkte auf den Teller, ein bisschen festdrücken. So. Ach ja, wenn ihr das zu Hause machen wollt, fragt immer eure Eltern. Nicht, dass ihr euch die Finger verbrennt. Also die sollten dann schon dabei sein und euch dabei helfen. Haben wir noch einen Zweig hin. Ihr könnt uns auch in die Kommentare schreiben, ob ihr schon was gebastelt habt mit euren Eltern oder alleine. So, machen wir noch einen Zweig hin. Es muss nicht ganz perfekt gleichmäßig sein. Nachdem wir jetzt Zweige außen hin gemacht haben, können wir das Ganze noch dekorieren. Das kann man einfach so drauflegen. Zum Beispiel ein Zäpfchen, noch ein Zäpfchen. Man kann auch Nüsse drauflegen, am besten eignen sich halbierte Walnüsse, die bleiben auch dort. Man kann auch ganze Nüsse nehmen. Man kann die entweder so drauflegen oder einfach mit der Hand nehmen und drüber streuen. Muss man nicht unbedingt anordnen, kann man auch so ein bisschen fantasievoll sein. Nachdem das Ganze dann auf den Teller verteilt ist, könnte man zum Beispiel auch noch ein paar Glaskugeln nehmen. Die kann man sich meistens in Drogerien kaufen oder in den ganzen 1-Euro-Shops. Und dann am Schluss legt man sich noch ein paar Teelichter zurecht und schon hat man einen schön dekorierten Tisch. Wenn ihr die Kerzen anzündet, müsst ihr immer darauf achten, dass noch eine Person beisteht, und das Ganze sieht dann am Ende so aus. Danke und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, viad.com. Bis bald!